Was sind Aktien und wie funktionieren sie? Aktien sind Anteile an Unternehmen. Das heißt, wenn Sie eine Aktie kaufen, werden Sie zu einem Inhaber, wenn man so will, oder einem Teilhaber von diesem Unternehmen und werden dann halt auch an den Gewinnen und an dem Erfolg des Unternehmens beteiligt. Diese Aktien werden an den Börsen gehandelt und Sie können dementsprechend diese Aktien halt auch an diesen Börsen kaufen. Der Preis dabei wird in erster Linie bestimmt durch Angebot und Nachfrage. Das heißt, es gibt immer gerade Menschen, die gerade Aktien kaufen und verkaufen wollen und die Preis... Aktien werden an den Börsen gehandelt und der Preis wird in erster Linie durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Das bedeutet halt, dass wenn man irgendeine spezielle Aktie betrachtet, dann ist es so, dass es immer Menschen gibt, die die Aktie gerade kaufen wollen zu einem Kurs, der günstiger ist als der aktuelle Kurs. Und es gibt Menschen, die sie verkaufen wollen zu einem Kurs, der teurer ist als der letzte gehandelte Kurs. Und je nachdem, was derjenige will, der jetzt gerade neu in die Aktie reinkommt, also wenn er zum Beispiel kaufen will, muss er einen höheren Preis bezahlen. Wenn er die Aktie verkaufen will, muss er einen niedrigeren Preis akzeptieren. Und das bestimmt dann halt, ob die Aktie entweder nach oben oder halt nach unten geht. Dabei haben Sie drei Möglichkeiten, in Aktien zu investieren. Entweder Sie kaufen die Aktie selber, Sie kaufen einen Fonds, der die Aktie enthält, oder Sie kaufen einen sogenannten ETF. ETFs haben den Vorteil, man muss sich am wenigsten mit seinen Aktien beschäftigen. Man bekommt allerdings auch, ich sag mal, die durchschnittliche Rendite. Einzelaktien haben den Vorteil, man kann sehr speziell Aktien auswählen und Fonds haben den Nachteil, dass man hohe Kosten bezahlt. Wenn Sie also in Aktien investieren, haben Sie immer das Risiko, dass diese natürlich auch fallen können. Und es ist nicht zwangsläufig so, dass wenn es dem Unternehmen gut geht, dass dann auch der Aktienkurs steigt. Ja? Manchmal läuft das auch in unterschiedliche Richtungen. Dementsprechend machen Sie eine gute Analyse und sichern Sie sich gegen Ihre eigenen Fehler ab. Das ist das, was ich Ihnen empfehlen möchte.